Moin ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und ich habe heute einen Produkttest vorbereitet. Ich möchte nämlich herausfinden, ob ich Sammys Dreckflecken richtig, richtig schön weiß bekomme und habe mir Produkte aus einem englischen Online-Shop bestellt. Werde euch also eventuell die ultimative Lösung für Schimmel mitgeben können oder vor einem Fehlkauf bewahren. Es wird also ein ultimativer Produkttest und Sammy hat sich auch bestens vorbereitet. Sie sieht nämlich aus wie Sau. Das Wetter ist aber richtig gut. Ich kann sie also komplett waschen und bin schon selber sehr gespannt, wie weiß ich sie am Ende bekommen werde und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Das sind die beiden Produkte, die ich jetzt testen werde. Die sind von Smart Grooming und hier ist einmal Shampoo drin, das ist richtig lila und riecht nach Lavendel. Und das ist dann zum Auswaschen, das ist so ein Pulver, was man ins Wasser packt, in warmes Wasser und dann nochmal auswäscht. Und hier diesen Putzhandschuh, den habe ich auch noch, oder Waschhandschuh. Ich bin sehr gespannt und werde jetzt mal zeigen, wie gut Sammy sich extra für dieses Video vorbereitet hat. Sammy nimmt ihren Job auf jeden Fall sehr ernst und hat sich wirklich gut vorbereitet heute. Sie hat alles gegeben. Schaut euch den Schweif an. Sie hat auch nochmal schön Kotwasser gehabt. Also beste Bedingungen, um das hier jetzt einmal richtig zu testen. Und ich glaube, ich fange jetzt auch mal direkt an und sprühe sie aber nochmal ein bisschen ein. Die Fliegen beißen nämlich so fies. Aber merkt euch einmal das Vorherbild. Northern star, following a lover right out of my ocean, and I was broken. But you know what they say, time's got a good way of healing. I'm back on my feet and I'm happier than ever, like I never thought forever was you. Das lasse ich jetzt mal kurz einwirken am Körper. Ich bin mal gespannt, wie gut die Flecken rausgehen und werde mich jetzt einmal den Schweif widmen und vor allem den Hinterbeinen und auch das dann schön einwirken. Und dann kommt ja noch dieses zum Auswaschen, dieses Pulver. Aber erstmal werde ich jetzt richtig schön den Schweif schrubbeln. Schon turbo weiß geworden, jetzt mit dem Einwaschgang und ich glaube am Körper brauche ich dieses zum Auswaschen gar nicht benutzen.
fairerweise muss man sagen, das Kotwasser ist natürlich hartnäckig und den Schweif habe ich jetzt auch ein paar Tage nicht gewaschen. Deswegen kriegen einmal Sprunggelenke und der Schweif nochmal eine extra Wäsche mit dem Shampoo. Und dann hole ich das zum Auswaschen für den Schweif und ich bin richtig gespannt, wie weiß wir den kriegen werden. Aber der Körper ist schon mal strahlend weiß, mit so einem richtig kühlen Unterton. Ich bin jetzt schon überzeugt und würde jetzt schon eine Empfehlung aussprechen. Wirklich, der Schweif jetzt auch noch ein zweiten Mal waschen, ist zwar noch ein bisschen gelb, aber er ist auch noch nass. Das verblasst ja auch immer noch ein bisschen. Aber allein wie sauber das Shampoo den Körper gemacht hat. Und ich bin jetzt richtig gespannt auf den letzten Durchgang. Das ist quasi wie so eine Spülung, eine blaue. Und ja, ich habe zum Vergleich die andere Seite von Sammy nicht gewaschen. Da ist zwar ein bisschen Wasser rübergelaufen, aber im Vergleich kann ich euch gleich mal zeigen, wie die Flecken halt vorher aussahen. Cigarette, lovesick, I'm feeling it. You're not the one, but I still want you like the beat in my chest. Lovesick, I'm feeling it. I know you're not the one, but I still wanna light up. Also man sieht noch ganz bisschen hier so einen Gelbstich. So, aber ihr dürft echt nicht das mit einem normalen Schimmelschweif vergleichen, weil dieses Kotwasser einfach so aggressiv ist. Und ich weiß nicht, wenn er das letzte Mal so hell war. Und ich werde das jetzt einfach die nächsten 2-3 Tage nochmal anwenden, nur am Schweif, um mal zu gucken, wie das so ist. Und das werde ich euch dann auf Instagram nochmal zeigen. Aber die ist so sauber geworden. Das ist so krass, wie weiß das ist. Jetzt hier ist leider gerade schon ein bisschen Erde wieder rangespritzt. Das war ja ein Volltreffer, aber schaut mal bitte, wie weiß sie ist. Strahlend weiß. Unfassbar. Hier sieht man nämlich auch noch so einen Fleck, der auch auf der anderen Seite war. Und ich zeige nochmal im Vergleich, wie sie vorher aussah. Ich kann es euch empfehlen. Ich habe es euch unten in die Infobox gepackt. Das ist eine unbezahlte Werbung. Ich habe das auf Instagram gesehen und ich bin ein Marketingopfer und habe gedacht, ich kann ja euch dann vielleicht vor Fehlkäufen bewahren, indem ich das vorher teste, was so auf Instagram angezeigt wird. Und das war der erste Test, aber der hat mich absolut überzeugt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sind damit am Ende und dann sehen wir uns ganz bald in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.